Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es etwas, was länger schon sich gewünscht wurde, und zwar Hähnchenherzen. So sehen sie hier aus. Ganz einfach. Herzen von Hähnen. Dazu gibt es Sellerie, Karotten, Knoblauch, Satt, feinste Petersilie und Porree. Sowie ein paar Gewürze. Ich verzichte eigentlich nur auf eine Sättigungsbeilage, weil meine Mutti das auch immer so gemacht hat. Man kann sich jetzt hier auch gerne Nudeln dazu machen, zum Beispiel. Oder Knoblauchbrot werde ich mir dann wahrscheinlich in den Toaster hauen. Also eine Scheibe Brot, eine Knoblauchzehe drauf verreiben, wenn es so schön knusprig ist. Und das ist für mich eigentlich die perfekte Beilage. Ja, so werde ich es machen. Ich weiß, in der Reihen sind immer nicht jedermanns Sache, aber ich esse sie auf jeden Fall sehr gern. Dann müssen wir halt auch durch, die zuzubereiten. Und ich mache so, einfach nur hier die ganzen Sehnen und Aortas weg. Und dann bleibt sozusagen dieses Herz hier übrig, dieses Teil. Und ja, das werde ich auch nicht nochmal halbieren. So bleibt es und ja, reicht auf jeden Fall aus. Dauert jetzt auch nicht lange. Muss man halt bei jedem Herz hier einmal abschneiden. Und wenn noch Blut übrig ist, raus damit. Das ist eigentlich ziemlich unappetitlich. Und wie gesagt, es ist eine blutige Angelegenheit. Das muss man wollen. Kritischweise geht aber auch keine Socken. Ja, das ist ein ganz normales menschliches Verhalten, genauso wie Klosteine zu sammeln oder die Haustiere der Nachbarn einzufangen, um sie am Ortseingang bei Vollmond zu kreuzigen. Aber mal im Ernst, natürlich ist das Verhalten eines... An sich ist das Ganze sehr simpel, obwohl relativ zeitaufwendig für eine sehr kalorienarme Kost. Wer jetzt hier satt werden will, für den ist das eher nichts. Also für mich ist das immer so die letzte Mahlzeit des Tages jetzt. Und das ist ja praktisch, wenn man dann halt noch schlafen möchte und halt nie so viel in den Magen haben will. So, hier kommen jetzt Paprikapulver drauf auf die Herzen und Pfeffer. So, kann man ruhig einiges machen, weil die werden dann trotzdem noch gekocht. Und die werden jetzt gleich heiß angebraten. Und dann kommt alles zusammen in einen Topf. Und dann wird es schlicht und ergreifend gekocht, ungefähr 40 Minuten lang. Dann fangen wir mal an, die Herzen anzubraten. Kann man natürlich auch in Butter machen. Ich habe jetzt einfach Öl genommen, weil ich keine Butter habe. Muss ich mal wieder einkaufen. Ich habe auch keine Zwiebeln, das ist aber auch scheißegal. Anstatt normale Zwiebeln jetzt hier dann in die Brühe, habe ich ja den Porree und einfach durch Knoblauch ersetzt. Ob man jetzt so Zwiebeln oder Knoblauch legt, das ist eine Geschmackssache. So, die werden jetzt hier scharf angebraten in ein paar Minuten, bis sie so eine leichte Kruste haben. Und dann kommt der ganze Rest mitsamt den Herzen, die ja schon gewürzt sind. Vorsicht, nicht salzen, weder Salz in die Brühe noch in die Pfanne. Oh ja, das riecht schon gut. Das riecht schon gut. Dann legen wir mal los. Los geht's. Hier kocht schon alles wunderbar. Sieht sehr schön aus. Rein mit dem Gemüse. Es ist ganz wichtig, dass man mindestens die Hälfte daneben schmeißt. Altes Familienrezept. Ja, alles fein, säuberlich in den Topf. Geil, geil, geil. So, das können wir auf jeden Fall ausmachen. Die sind dann genug angebraten. Ja. Hier kommt ein bisschen scharfe Soße rein. Ich hätte ja eigentlich eine Chilischote dran gemacht oder so. Finger weg von Maggi und Essig. Meine Meinung. Dann mache ich einfach ein bisschen davon rein, die schmeckt sehr pfefferlastig. Das ist mit Ghost Pepper und Rotwein. Das ist jetzt ein Merlot, der kommt hier noch rein. Das muss man auch nicht mit sparen. Ich mache jetzt hier das halbe Ding rein. So, feinster Rotwein. Da bekommt das auch noch ein bisschen eine angenehmere Farbe. Muss nicht sein, aber geschmackstechnisch ist Rotwein immer sehr angenehm. Jedenfalls für mich, und das passt auf jeden Fall auch zu Innereien. So, die Herzen kommen auch rein letztendlich. So. Wunderbar. Jetzt habe ich geschweinert. Schade, dass das Mädenvieh diesen Moment gerade nicht miterleben kann. Wobei ich weiß genau, wenn er sich das Video hier anschaut, dann wird es ihn durchfahren. Oh, mein Sohn hat gekleckert. Ich hoffe, der hat das Kleine gewischt. Feucht weggewischt. Aber nein, ich werde es trocken wegwischen und absolut unzureichend. Yeah, yeah, yeah. Ich hoffe, er lacht jetzt vor dem heimischen TV mit seinem schmackhaften Weizenbier. Das ist gar nicht so einfach, aber wenn man nicht mehrere Küchengeräte auf einmal einsauen will, dann muss man alles mit diesem einen Spatel hier hinkriegen. Ich hab's geschafft. Geil. Du kommst auch her, ja. Dich haben wir nicht vergessen. So. Ach, was soll's. Sind wir heute mal nie so. Gut. Also ich habe jetzt hier keine weiteren Gewürze drin, als das, was ich gezeigt habe.
nichts anderes, ist dazugekommen. Und hier wird jetzt so alle 10 Minuten einmal schön umgerührt. Und das Ganze wird jetzt schlicht und ergreifend gekocht, bis es durch ist. So. Geil. Geil, geil, geil. Ich denke, es ist an der Zeit, den Herd auszustellen und das Ganze nochmal so 5 Minuten ziehen zu lassen. Oh ja. Ja. Dann passt's. Meine Pläne mit dem Toast sind leider nicht in die Tat umzusetzen, weil ich volltrottel ja den ganzen Knoblauch, den ich eigentlich noch auf das Brot machen wollte, bereits in die Brühe gemacht habe. Das sind so die Momente, wo ich mich selbst ohrfeigen könnte. Komm! Als Nachtisch gibt es, wie man sehen kann, feinsten Pflaumenkuchen mit Streuseln von meiner lieben Omi. Falls ihr das hier seht, Grüße gehen raus, hab dich sehr lieb. Und der Kuchen ist auch sehr schmackhaft, ernährt mich schon den dritten Tag. Kommt ganz einfach mieser, magerer Frischkäse auf die Schnitte. Hätte zwar lieber einfach Knoblauch drauf verrieben, aber das geht auch fit. Und dann macht das Ganze auch satt. Oh ja. Ich habe mich gerade sehr darüber gefreut, noch einen Rest Avocado in meinem Kühlschrank zu finden. Das passt gerade perfekt. Wirklich perfekt. Viel besser. Viel besser. Das Beste an dem Ganzen ist, dass ich jetzt Essen für mehrere Tage habe. Das ist immer nice. Einfach nur eine Schüssel warm machen in der Mikrowelle und ich habe eine schmackhafte Mahlzeit. Da lohnt sich das ja gleich noch viel mehr. So. Oh ja. Für viele ist das jetzt vielleicht hier ein bisschen unbefriedigend, fast schon nackt, aber genauso liebe ich es. Genauso mag ich es am liebsten. Das ist auf jeden Fall ein geiles Essen, worauf ich mich jetzt freue und was ich jetzt heißhungrig verzehren werde. Es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch die Herzen, die sehen auf jeden Fall durchaus. Hätte jetzt auch vielleicht 5 Minuten weniger gereicht, aber ich mag es auch, wenn das ein bisschen zerkocht ist vom Gemüse her. Das ziehe ich mir jetzt so mies rein, Alter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der große Moment. Oh ja. Ich habe jetzt eine ganze Weile keine Hähnchenherzen mehr gegessen. Und die schmecken so, wie ich sie von der Mutti kenne. Nur ohne Maggi. Aber der Rotwein, oh ja, man sieht sie auch, ganz schön gefärbt. Der Rotwein kommt sehr gut durch. Hätte auch die halbe Packung gereicht. Und die Schärfe von der eigentlich sehr scharfen Chili-Soße, die ich reingemacht habe, kommt nur sehr dezent rüber. Oh, perfekt. Das ist mir wirklich mal gelungen. Ich weiß noch, wie beschissen ich mich gefühlt habe nach dem Kuttelkochen, weil das ja wirklich ungenießbar war. Das hat mich richtig abgefuckt, aber das... geil. Geil. Ich meine ja, heutzutage stellt man sich ja selten mal hin. Und ich koche auch immer meistens für mich alleine. Nicht für andere mit, außer ich bin halt bei meinen Eltern, da koche ich auch für die mit. Muss ich es auch lohnen, sag ich mal so. Also da will ich wenigstens mehrmals davon essen können und das muss auch wirklich gut schmecken. Und da ärgere ich mich halt umso mehr, wenn es einfach scheiße schmeckt. Geht auch gut rein. Aber umso mehr freut man sich auch wiederum, wenn es einfach mal so schmeckt, wie man es vorhatte. Oh ja, ein paar Zwiebeln hätten nicht schaden können. Egal. Boah. Oh ja. An dieser Stelle kann ich nur sagen, vielen Mastdaumen fürs Anschauen dieses Videos. Wir sehen uns hoffentlich zeitnah wieder. Euer Max Herzberg. Lol. Alter. Ich wollte jetzt ein Wortspiel machen, aber